Hallöchen, die Butni-Box ist bei mir. Ja, die I am Beautiful Butni-Box. Da gucken wir jetzt rein. Schön schwarz. Hier ist so eine einfache Beauty-Box, I'm Beautiful von Butni. Hier haben wir dieses typische schwarze Zeug. Bin ich up to date? Starten Sie den Countdown für 2014 mit unserem Silvesterlook Rowing 20s. Ein Silvesterlook soll ich mir damit schminken können. So, schauen wir mal, was haben wir denn? Erstmal ein paar Wimpern von Fingers. So, ein paar ganz schlichte, einfache Wimpern. Okay. Was haben wir hier? Gosh. Oh, der sieht interessant aus. Bronzing Shimmer Powder. 002 Pink. So schaut er aus. Mit goldenen Schimmerpartikeln. Bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Deborah. Aha. Ein Lippenstift. Sehr heftig rot. Sehr, sehr heftig rot. Ein Lidschatten von Max Factor. Interessante Farbe. Mag ich. Sehe ich jetzt schon. Farbgebung gefällt mir. Oh, ist aber sehr dezent. Sehr dezent. Ja, aber es geht. Ich denke, der ist gar nicht so verkehrt. Ja, mal schauen. Was haben wir hier? Catrice Smoky Eyes. Smoky Eyes Pencil. Mhm. Passt aber gut zu der Farbe vom Lidschatten. Gut aufeinander abgestimmt, muss man ja sagen. Doch. Und, naja, ich weiß nicht, ob der sich jetzt so gut mit dem verträgt. Ja. Ja, die passen nicht ganz so, finde ich. Da hätte man ein dunkleres Rot nehmen können. Oder hier einen helleren. Nee, ich finde hier eher einen dunkleren wäre noch schöner gewesen von Essence. Ja, und das war's auch schon. Hier sind nur noch Fussel drin. Das ist das ganze Set, was es bei Butni gab. Irgendwie fehlt mir noch ein Rouge oder so. Weiß ich nicht. Noch ein Rouge dazu? Wäre ganz cool. Mascara und dann wäre es perfekt. Dann wäre es ein komplett, absolut komplett Ding. Ja, schauen wir mal, was das hier denn so alles kostet. Das hier kostet 1,59. Das wissen die meisten von uns ja sowieso schon in- und auswendig bei Essence Nagellacken. Catrice Pencil 2,49. Der Lippenstift von Deborah 6,99. Max Factor Eyeshadow 6,49 €. Gosh Bronzing Shimmer Powder 13,99 € und die Wimpern 3,49 €. Ja, wie finde ich die Box? Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde es ganz interessant, dass man einfach mal so verschiedene Marken nimmt und die unter einem Schminktopic sozusagen zusammenpackt. Da weiß jeder, was ihn erwartet. Hat ein bisschen was von der Wunderbox von Coco irgendwie. Aber ich finde es mal ganz interessant, ganz nett gemacht und vor allen Dingen, es konnte sich ja deutschlandweit jeder bestellen und war nicht nur auf Hamburg begrenzt. Daher finde ich schon mal gut und bin gespannt, ob und wann die nächste rauskommt, ob eine neue rauskommt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die dauerhaft mir holen würde oder jedes Mal mir holen würde. Das wäre, glaube ich, sehr themenabhängig. Also da müsste ich schon genau aufpassen. Naja, mal gucken. Wie gefällt sie euch? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!